Wie starte ich? Das Video richtet sich an alle, die schon immer Familienforschung machen wollten, aber sich schwer getan haben, den Einstieg zu finden. Wir klären heute die wichtigsten Fragen und besprechen die ersten Schritte bei der Familienforschung. Vorab eine Frage, die sich viele stellen, zu den verschiedenen Begriffen, die verwendet werden. Zum Beispiel, was ist eigentlich Genealogie? Genealogie ist altgriechisch für Wissenschaft der Familie oder Wissenschaft der Abstammung und ist ein Begriff, der international auch so verwendet wird. Warum spreche ich nicht von Ahnenforschung? Ahnenforschung wirkt auf mich immer verstaubt und erinnert viele Leute auch an den Ahnenpass zum Beispiel, der von den Nationalsozialisten eingeführt wurde. Ich bevorzuge Familienforschung. Familienforschung steht auch für einen breiteren Forschungsansatz. Also es geht da nicht nur um Blutsverwandte, die direkten Ahnen, die direkten Vorfahren, sondern man will weitere Informationen zur Familie, zum Umfeld sammeln. Nicht nur die Namen und die Daten, sondern auch darüber hinaus, warum hat mein Vorfahre so gelebt oder wer war er? So, was dich in diesem Blog erwartet. Wie gesagt, wir wollen über die ersten Schritte sprechen. Was muss ich denn zu Beginn tun? Wie fange ich am besten an? Meistens ist ja der erste Schritt das, wo man am meisten Unterstützung oder Input noch braucht. Wie sammle ich Daten und lege einen Stammbaum an? Wie finde ich ein Programm, das zu mir passt? Also wie könnte ich auch am Computer meine Ergebnisse verwalten? Welche Quellen kann ich nutzen für meine Forschung? Und was sind wichtige Tipps oder Regeln, die ich beachten muss? In diesem Video schauen wir uns die Punkte 1 bis 3 an. Und in dem weiteren Video findet ihr dann mehr Informationen zu den Quellen, die ihr nutzen könnt und goldene Regeln. Was benötige ich für den Einstieg in meine Forschung? Wie kann ich Daten sammeln? Wir können die Familie befragen, wir müssen Unterlagen sammeln. Wie mache ich das am besten? Und auf was muss ich achten, wenn ich einen Stammbaum anlege und wie finde ich das richtige Programm? Das alles sind die Punkte, die wir jetzt besprechen werden. Das Wichtigste ist zu Beginn eine Bestandsaufnahme zu machen. Was weiß ich, was habe ich bereits? Oft ist es ja so, dass man schon angefangen hatte oder so ein bisschen oder ja, irgendwie schon Informationen hat, die aber wahrscheinlich noch nicht geordnet hat. Man sollte sich auch umhören, was ist in der Familie vorhanden. Oft haben auch Verwandte schon Forschung betrieben. Also erst guck erstmal, was habe ich, was weiß ich und versuch dann zu gucken, wo es fehlt. Das machst du am besten, indem du einen Stammbaum auffüllst. Also am besten sammelst du erstmal Lebensdaten, Daten zu deinen Großeltern bzw. zu den Urgroßeltern. Das Wichtigste ist dabei, dass du die Sperrfristen beachtest. Sperrfristen, was ist das überhaupt? Also nicht alle Unterlagen sind für jeden öffentlich einsehbar. Da gibt es Fristen. Die Unterlagen aus Registern zum Beispiel sind erst bei Geburten nach 110 Jahren zugänglich, bei Sterberegistern zum Beispiel nach 30 Jahren. Das heißt, du musst, um forschen zu können, um darauf zugreifen zu können, mit Daten vor der Sperrfrist starten. Bei mir sind das die Urgroßeltern, je nachdem reichen vielleicht auch die Großeltern. Aber das ist der Punkt, an den ihr kommen müsst, um quasi in Standesämter oder Kirchenbüchern suchen zu können. Das heißt, nochmal, um das besser nachvollziehen zu können, ab dem 1. Januar 2020 sind zum Beispiel die Geburtenregister bis 1909 verfügbar und die Sterberegister bis 1989. So, wenn du das soweit gemacht hast, besonders auch im Gespräch mit deinen Vorfahren, geht also mit deinen Verwandten,
geht es darum, die Dokumente zu sichten. Welche Unterlagen gibt es? Welche Fotos sind in deiner Familie erhalten? Auch das, wie bei dem Stammbaum, geht am besten im Gespräch mit Verwandten. Auch dafür habe ich dir ein paar Tipps vorbereitet. Das Wichtigste ist, wenn du mit Verwandten sprichst, dass du ihnen natürlich erklärst, was du machen willst, sie auch nicht damit überfährst. Für viele Menschen ist das auch anstrengend oder belastend, besonders wenn sie älter sind. Das heißt, hab Geduld bei dem Gespräch und setze sie da nicht unter Druck. Ich würde dir auch den Tipp geben, das Ganze mit Fotos zu unterstützen. Also vielleicht hast du schon Fotos finden können oder fragst nach bestimmten Ereignissen, die da dargestellt sind. Und oft helfen die Bilder auch, die Leute zum Reden zu bringen oder wenn sie sich wiedererkennen oder sowas. Ganz generell würde ich dir empfehlen, nach konkreten Ereignissen zu fragen. Also ich kann das aus Erfahrung mit meinen Großeltern sagen. Wenn man allgemein fragt, sag mir mal was über deinen Uropa oder sag mir mal was über deinen Opa, kommt da nicht sonderlich viel, sondern ich würde dann eher empfehlen, ja, wie war Weihnachten bei euch? Wer war da, wer ist da gekommen, wie habt ihr das gefeiert? Oder wer waren deine Paten? Wer war bei deiner Kommunion, Konfirmation? So etwas. Da kommt oft mehr, als wenn man einfach sagt, ja, sag mir mal, was du Dann sollte man sich dringend Notizen machen oder noch besser das Gespräch aufnehmen. Natürlich in Absprache. Manche Leute verunsichert das auch, aber diese Gespräche sind sehr, sehr wertvoll und die können auch ein tolles Zeugnis sein für nachfolgende Generationen. Und ganz wichtig, der oberste Tipp ist, diese Gespräche nicht aufzuschieben und vor sich herzuschieben, sondern zu machen, solange die Leute noch da sind. Also die Großeltern haben ein unglaubliches Wissen, Urgroßeltern, was die Eltern schon in dieser Form nicht mehr haben. Jede Generation hat was anderes miterlebt, hat andere Leute kennengelernt und wenn die Leute wegfallen, dann ist dieses Wissen für immer verloren. Wer kennt das nicht? Die Fotos zu Hause und keiner weiß mehr, wer da drauf ist. Das versucht die Leute zu fragen, die das noch wissen können, solange sie da sind. Wenn ihr jetzt also Informationen gesammelt habt und gesichert habt, geht es darum, die irgendwie zu ordnen. Also überlegt euch da ein Ordnungssystem. Überlegt euch auch, ob ihr ein Stammbaumprogramm nehmt oder wie ihr die Daten sortieren wollt. Denn ich kann aus Erfahrung sagen, man fängt dann mal erst so an und sammelt munter vor sich hin, speichert alles lose oder druckt irgendwie aus, aber es kann sehr schnell sehr viel mehr an Informationen werden. Und dann, je später man ist, desto schwieriger wird es, da wieder Ordnung reinzubringen. Also würde ich dir wirklich empfehlen, von Anfang an da ein Ordnungssystem sich zu überlegen und am besten das Ganze mit einem Stammbaumprogramm zu stützen. Wichtig ist auch, dass wenn man Informationen und Unterlagen sammelt und sichert, man immer die Quelle dazu angibt und notieren, woher man das hat oder woher man das weiß, denn später in der weiteren Forschung kann das dann wieder relevant werden. Also eine Alternative zum Stammbaumprogramm, wenn man nicht so gerne mit dem Computer arbeitet, können auch Familienbögen sein, wo man quasi händisch einträgt oder eben am PC einträgt. Da gibt es zum Beispiel Vorlagen im GenWiki, die man da nutzen kann. Ganz wichtig ist die Nummerierung. Das würde ich euch ans Herz legen, denn jede Person sollte nur einmal auftreten in euren Aufzeichnungen. Je weiter man zurückgeht, desto mehr Leute gibt es, die gleich heißen oder Generationen, die gleich heißen. Also ich hatte so einen Fall selbst in meiner Familie. Ja, mein Ur-Uropa heißt Johann Georg Scheck und sein Vater hieß Johann Georg Scheck und sein
sein Vater, also dessen Vater hieß Johann Georg Scheck, und so ging das über Generationen. Und um da nicht die Ordnung zu verlieren und den Durchblick zu verlieren, sollte man darauf achten, dass man nummeriert. Das kann man händisch machen auf Familienbögen. Da gibt es verschiedene Systeme, zum Beispiel Kekulé. Aber viel bequemer und viel unkomplizierter ist es da, ein Programm zu nutzen. Das macht das alles automatisch. Da muss man sich nicht darum kümmern, sich da Nummern auszudenken. Ja, wie finde ich denn jetzt so ein Programm, das zu mir passt? Das Wichtigste ist das GetCom-Format. Das ist das Dateiformat, auf das man sich geeinigt hat für genealogische Datenbanken. GetCom-Format muss exportiert werden können und muss importiert werden können. Das erspart euch sehr viel Arbeit. Wenn ihr irgendwie feststellt, das passt euch doch nicht so, das Programm, oder ihr möchtet den Stammbaum oder einen Teil davon weitergeben an andere Forscher oder abgleichen, dann wäre das wichtig, dass das exportiert werden kann, dass ihr da flexibel seid. Das ist das oberste Gebot. Dann gibt es Fragen zu klären, die euch helfen, das richtige Programm zu finden. Nämlich, welches Betriebssystem habt ihr? Habt ihr ein Windows, habt ihr ein Mac zu Hause, braucht ihr eine mobile Version oder wollt ihr gerne eine haben fürs Handy? Welche Eingabefelder hättet ihr gerne? Also welche Informationen sollen erfasst werden? Wichtig ist auch zu beachten, dass es Programme gibt, die nur eine begrenzte Anzahl an Personen zulassen. Wie viele Personen können denn angelegt werden mit dem Programm? Als Wert dazu, mein Stammbaum hat aktuell 1000 Personen. Es gibt Programme, die können nur 200 aufnehmen. Ja, das solltet ihr vorher klären, denn je weiter man kommt, also und meine 1000 Personen sind wahrscheinlich noch recht wenig für Leute, ich bin ja noch recht am Anfang meiner eigenen Familie, da kann noch wesentlich mehr kommen. Sollen Medien eingebunden werden? Wollt ihr zum Beispiel Bilder dazu speichern? Sollen Bilder, Schriften zugeordnet werden? Auch das kann man teilweise in den Programmen machen. Welche Ausgabeformate wünscht ihr euch? Wollt ihr Tabellen erstellen, Diagramme erstellen? Wollt ihr auch Familienberichte, Bücher ausgeben lassen? Oder soll das Ganze auf Webseiten exportiert werden? Auch das sind Sachen, die ihr beachten solltet. Dann eine Frage, die bestimmt für viele entscheidend ist. Wie viel darf das Programm denn kosten? Soll es möglichst kostenlos sein? Oder bin ich bereit, einmalig was zu zahlen? Oder würde ich monatlich was zahlen? Auch das muss natürlich geklärt werden. Welche Anforderungen an die Privatsphäre-Einstellung habe ich? Also die meisten Programme lassen es zu, dass man zum Beispiel lebende Personen auch privat stellt, bevor man die Daten dann weitergibt. Aber möchte ich zum Beispiel, dass die Daten auf deutschen Servern liegen, oder sage ich, das ist mir nicht so wichtig, wenn die Daten in den USA gespeichert werden? Auch das solltet ihr euch vorher anschauen und durchlesen. Und wünsche ich eine Verbindung zu Online-Anbietern, also zum Beispiel zu FamilySearch oder kommerziellen Anbietern, ist mir das wichtig. Ja, das sind so die Hauptfragen, die ihr klären müsst. Erfahrungsberichte und aktuelle Entwicklungen findet ihr auch immer in der Computergenealogie, also der Zeitschrift von CompGen. Das ist eigentlich ganz hilfreich, um irgendwie auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und da findet ihr auch ausführliche Vergleiche der Programme miteinander. Also testet ruhig, was zu euch passt. Man findet nach einer Weile ein Programm, womit man vollkommen zufrieden ist oder wo man sich vorstellen kann, mitzuarbeiten. Und wie gesagt, probieren geht über Studieren da in dem Fall. Also testet, testet, testet. So, das heißt, jetzt kann es losgehen und Vorlagen findet ihr im GenWiki und dann könnt ihr jetzt quasi starten, den Stammbaum aufzufüllen und da so eine Vorlage zum Beispiel zu nehmen
und erstmal einzutragen, wen ihr so kennt. Dann viel Spaß beim Forschen.